ausschließlich aus Weibchen, aus mehreren Generationen von Müttern und Töchtern, Schwestern und Tanten. Ihr Ziel sind die Nistplätze, die ihre Vorfahren schon seit ewigen Zeiten aufsuchen. Das ist Alpha. Sie unternimmt die Reise zum ersten Mal. In ihrem Bauch trägt sie reife Eier. Der Weg ist gefährlich. Die pflanzenfressenden Saltasaurier müssen sich ständig vor großen Fleischfressern in Acht nehmen. Und ihr bester Schutz ist es, in einer möglichst großen Herde unterwegs zu sein. Trotzdem, einige bleiben auf der Strecke. Raubtiere machen die Gegend unsicher. Diese Abelisaurier wiegen gut eine Tonne und sie haben einen unstillbaren Appetit. Der Rotkopf heißt Dragonfly. Er ist so alt wie Alpha, also 15 Jahre. Und ihre beiden Lebenswege scheinen auf geheimnisvolle Weise verflochten. Ein kurzer Blick, um sicher zu gehen, dass die Luft rein ist. An diesem Kadaver könnten Dragonfly und seine Partnerin sich richtig satt fressen, wenn nicht plötzlich etwas stören würde. Etwas, das noch hungriger, noch gefährlicher und etwa dreimal so groß ist. Giganotosaurier. Für diese Riesen ist alles, was sich bewegt, eine potenzielle Mahlzeit. Thank you.